Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Und wie ihr sehen könnt, war ich fleißig. Ich habe hier überall die kleinen Verbindungspfeile gemacht, wo ich sie für absolut notwendig halte, weil ansonsten das absolut im Chaos enden würde. Und ja, hat mich jetzt ein paar Minütchen nur zum Glück Arbeit gekostet. Passt soweit, alles jetzt sehr gut. Wir können also jetzt das Ganze endlich in Betrieb nehmen. Wappa! Übrigens, ich mache auch gleich schon mal als Erinnerung auch an euch. Gebt dem Ganzen bitte, bitte einen Namen, weil ich finde, das sieht so skurril aus. Ich finde, das hat einfach einen Namen verdient, dieses Kreuz. Und deswegen mache ich hier auch entsprechend die Verbindung und benenne das Viertel auch entsprechend gleich nach Kreuz. So. Mach das hier noch dann weg. Gehe hier noch ein bisschen enger ran, damit wir auch ja nicht zu viel Viertelplatz verschwenden. Das ist das. Das ist nicht Dornröschenplatz, sondern das Punkt, 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 Kreuz. So, gucken wir mal, ob das was wird. Was macht ihr da? Was ist das? Oh. Ja, nö. Ihr bleibt jetzt da auf eurer Spur. Könnt zerknicken. Ihr dürft da nicht mehr wechseln. Was tut jetzt da? Ihr fahrt ja auch irgendwie, wie ihr wollt, oder? Heieieiei. Alles klar, ey. Oh, jetzt haben wir natürlich auch... Oh Gott, jetzt habe ich da was geschaffen. Das ist jetzt ein deutlich kürzerer Weg für sämtliche... Holztransporte. Ja gut, hoffentlich wird das jetzt nicht allzu viel, sondern die nutzen weiterhin schön den Weg über die Schiene. Weil sonst könnte das echt im absoluten Chaos enden. Oh, Hallöchen. Hier unten wird die Polizei verlangt. Okay, ist jetzt kein Problem mehr. Kind wurde vergewaltigt. Du da bitte einmal entleeren. Dankeschön. Apropos Parkplatz, wo ich den gerade sehe. Oh, der ist voll. Der ist halt wirklich voll. Jetzt habe ich schon denen die Möglichkeit gegeben, noch mehr zu parken. Und trotzdem ist es immer noch zu wenig. Heilige Makrele. Hä? Okay, ich... versuchen wir es mal kurz so. Und machen dann hier eine kleine Verbindung. Entfernung zu gering. So. Und jetzt. Verdammt. Na, machen wir es wirklich so, doch. Dankeschön. Dann können die da auch entsprechend zu Fuß gerne rübergehen. Na, Moment, ich mach mal für euch Tag, damit ihr ein bisschen mehr seht. Ah, geht weg, Straßenvorgaben. Eigentlich sollte da ein Strand sein. Und jetzt mache ich Parkplätze draus. Ah, ich bin ein schrecklicher Naturbursche. Ort ist bereits belegt. Ah, okay. Verstehe. Deswegen ist der Ort bereits belegt. Wir machen mal ganz kurz noch ein kleines bisschen weiter. Gehen jetzt da so runter. Wow. Okay. So war das nicht geplant. So ist das auch nicht geplant. Nein! Don't do this.
Dankeschön. So. Jetzt wieder weg. Jetzt macht den Feinwood Energy Mode aus. Gefälle zu steil. So, Dankeschön. Und jetzt, würde ich ganz gerne da rein. Ich mache eine ganz kurze. What? Echt jetzt? So. Jetzt geht's da einmal hoch. Dann wieder runter. Oder ich mache einfach gleich so. Das ist aber blöd. Ach, das ist doch irgendwie gerade alles kacke. Ich mach mal kurz da so eine Straße da. Ha! Exzellent. This is nice. Und ich versuche halt einfach wirklich hier nochmal. Jo. Das ist schon eher was. So, Moment. Wir machen mal das hier nochmal weg. Das ist auch wieder zu wenig gewesen. Wieso macht der jetzt da schon wieder die ganze Straße dann? Ach, das passt jetzt. So. Ich hätte gerne mehr Parkplätze. So nah am Wasser ist aber das Parken auf eigene Gefahr. Möchte ich nur nochmal aus rechtlichen Sicherheitsgründen darauf hinweisen. So. Und jetzt noch die einzelnen Felder. Einmal hier, einmal dort. Und hier müssen wir mit Dreierfeldern arbeiten. Wieso habe ich nicht erst das untere gemacht und dann das obere? Jetzt muss ich doppelt drehen. So. Sehr schön. Mehr Parkplätze. Jetzt dürft ihr munter weiter parken. Ich könnte auch einfach ein Parkhaus noch dahin klatschen, aber hey, egal. Das passt schon. Sodala, sodala. Wir gehen jetzt mal folgendes Projekt an. Da wir jetzt oh ja, genau. Läuft's überhaupt? Läuft ziemlich gut. Ich bin zufrieden. Ich bin durchaus zufrieden. Also noch gibt es keinen Stau. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Die Erweiterung hier verschieben wir noch. Wir machen erstmal folgendes. Und zwar Terrain. Terrain arbeiten. Und zwar gibt es hier hinten das große Tourismus-Welcome-Viertel. Wie auch immer man es nennen möge. Und dafür machen wir folgendes. Wir brauchen einen Hafen. Und dieser Hafen, der wird auf ein gewisses Niveau gesenkt. Die Frage ist nur, auf welches. Wir können ja natürlich hier nur auf ein wirklich so das niedrigste hier das ansetzen. So, jetzt machen wir das erstmal ganz tief. Damit da auch genügend Tiefe für die Schiffe ist. Alles, was wir jetzt hier wegpacken, können wir da drüben dran klatschen. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Problematik, dass wir gleichzeitig hier ja auch noch was wegnehmen. Das heißt, wir sollten schon gucken, dass wir möglichst viel dazu packen, anstatt das wegzunehmen. So, ich will wirklich komplett das Ganze hier haben. Dankeschön. Jetzt vielleicht noch das so wegnehmen. Und jetzt kann ich dann das per Mauerchen verbinden. Aber zunächst einmal haben wir jetzt gleich, wieder ein kleines bisschen mehr Erdplatz gewonnen. Das heißt,
Wir gehen jetzt noch weiter rein. Ja, das Wasser muss jetzt natürlich erstmal alles nachfließen. Oh Gott, das haben wir ja auch noch zu machen. Heieiei. So viel Stuff to do. Wobei ich jetzt zugegebenermaßen noch erstmal kurz hier anfange, die Gefängnisinsel hochzuziehen. Oh. Das war sehr viel. Machen wir erstmal ein bisschen wieder weg. Okay. Passt das so? Dann können wir sie jetzt ausrollen. So. Erstmal eine ganz kleine Insel. Ich meine, wir können es ja dann noch ein bisschen erweitern. Sand haben wir genug. Ja, wir machen es vielleicht wirklich schon ein kleines bisschen höher noch. Wie gesagt, ist ja nicht so, als ob wir nicht genügend Erde dann auf jeden Fall zur Verfügung hätten. Und ja, das ist auf jeden Fall doch die richtige Höhe. Das ist die, die wir haben wollen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch gucken, wie groß sind denn diese Gefängnisse. Ja, doch, da müssen wir auf jeden Fall noch gut an Größe hier dazu bekommen. So, einmal. Ich habe ja gesagt, ausrollen. Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung, dass hier mit der Küste das ein paar Probleme geben könnte. Aber aktuell läuft es noch ziemlich gut. Das ist sehr schön. Jetzt würde ich ganz gerne hier noch ein bisschen was wegnehmen. So. Perfekt. Und hier noch ein bisschen dann. Jetzt habe ich hier nur vielleicht ein bisschen zu früh das Ganze gemacht. Also ich meine, wir haben hier ein paar Hafenspuren, ne? Die dürfen wir nicht vergessen. Genau, da drüben sind sie. Auf die muss ich natürlich achten. Mache ich das jetzt so versetzt oder mache ich das so in einer Reihe? Ich glaube, eine Reihe wäre irgendwie besser, glaube ich. Das heißt, bitte einmal wieder Tag. Ich würde gerne erstmal wieder Erde loswerden. Hallöchen. So. Ich würde gerne hier bis dahin gehen. Dann einmal komplett das. Jetzt habe ich wieder zu viel Erde. Jetzt gehe ich aber auch gleichzeitig hier hin und tue sie hier wieder dran. So, jetzt ist das natürlich hässlich. Kann man aber gerade nicht ändern. So. Jetzt mache ich das hier noch eckig. Hier habe ich jetzt wieder ein bisschen zu viel Erde wieder. Ne, zu wenig Erde. Perfekt. Können wir hier wieder wegnehmen. Sehr gut. Und jetzt. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier unsere schöne kleine Bucht. Das Ganze können wir jetzt noch entsprechend kennzeichnen als schöne Bucht. Küste benötigt. Du hast doch eine Küste. Dankeschön. So. Und bis dahin. Dann einmal komplett geradeaus. Ah ja, jetzt. Jetzt ufert es gerade wieder ein bisschen aus. Das Wasser will jetzt natürlich überall sich wieder ein bisschen verbreitern. Kennt man ja. Jetzt fließt das Wasser wieder zurück. Das Wasser kommt hier noch sehr hoch, deswegen. Oh, ich habe das hier sogar schräg gebaut. Das ist nicht schön. So. Hier bitte auch einmal bis zum. Na, Moment. Ich würde eigentlich ganz gerne so hinbauen. Oh, außerdem ist das hässlich. Das ist nicht schön ebenerdig. Dabei habe ich das doch eigentlich so schön in eine Richtung gezogen. Was soll das? Eieieiei. Terrain-Tool bitte wieder. Danke. Einmal bitte klein, aber dafür stark. Und jetzt. Ja,
Ich würde es gerne wegpacken. Ja, hier, da. Oh. Ups. So. Sehr gut. Einmal hier an der Seite entlang führen. Jetzt versuche ich es hier nochmal ein bisschen akkurater. Ja, da kriegt man auch keine ordentliche Gerade hin, wenn es keine Gerade ist, ne? So, ich versuche so gerade wie möglich, auch wenn ich jetzt schon sehe, dass da wieder Wellen dabei entstanden sind. Aber ja. Gut, ich meine, das ist jetzt noch eine Detailsache, die wir jetzt nach und nach dann angehen können. Sehr gut. Mist. So. Ne, das passt. So ist es gut. So ist gut. Ich würde jetzt hier eigentlich gerne da einfach so komplett entlang gehen. So. Bam. Aber das passen wir jetzt dann alles noch nach und nach an. Die Mauern sind jetzt mal schon mal gesetzt hier. Rechts und links. Hier werde ich wahrscheinlich eh größtenteils dann wieder nachträglich abreißen, weil ich da die Hafen dran setzen muss. Und ich weiß nicht, ob man... Das ist so der letzte Test, den ich jetzt... Man kann sie da dran setzen. Okay, Leute, vergesst, was ich gesagt habe. Das passt so, wie es ist. Wir machen erstmal hier unseren schönen Hafenbereich. Und ja, damit bedanke ich mich vielmals für die Woche fürs Zugucken. Das Kreuz läuft. Wenn auch hier sehr viel ist. Aber das geht schon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.